Ein Meer von Autowracks in der Flut. Folgen der Unwetter in der spanischen Stadt Orihuela. Auch dieser Autobahntunnel ist komplett geflutet. Dennoch können zwei Männer gerettet werden, ein Helfer erzählt. Er hielt sich an einem Verkehrsschild fest. Wir sprachen ihn an und er antwortete nicht. Dann haben ein Polizist und ich ihn geholt. In Andalusien starb ein Mann, als er mit seinem Auto in einer überfluteten Unterführung stecken blieb. Die Flughäfen in Murcia und Almería wurden gesperrt, Flüge nach Alicante umgeleitet. Aber auch dort steckten viele Touristen fest. Sie können keine Mietwagen oder Taxis nehmen, denn die haben die Order von der Polizei, dass es nicht sicher sei zu fahren. Und die wenigen, die durchkommen, kosten sehr viel Geld. Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden gesperrt. Viele Schulen blieben geschlossen. Am heftigsten von dem Unwetter betroffen waren die Provinzen Almería, Murcia, Alicante und Valencia. Ausnahmezustand in der Stadt Murcia. In den vergangenen 24 Stunden sind fast 200 Liter gefallen. Aber in den letzten 6 Stunden waren es 120. Laut Experten kommt sowas nur alle 100 Jahre vor. An den Küsten hat sich das Wetter langsam stabilisiert. Die kräftigen Regenfälle sollen jetzt ins Inland ziehen.